Aperture Emeron 200X Bicolor Leuchte. Ja, ich habe mich für diese Lampe hier entschieden, weil die Godox SL150-2 Bicolor Leuchte leider nichts war. Infos dazu findest du hier oben im Link. So, dann schaue ich mal einmal rein, was alles mitgeliefert wird. So, hier ist eine Anleitung für Cytoslink-App. Noch eine Anleitung, eine Bedienungsanleitung für die Lampe. So, hier ist ein Stromkabel. Dann ist hier das Netzteil. Hier ist die Lampe und der Reflektor. Der Reflektor ist aus Metall. So, hier an der Lampe kann die Farbtemperatur eingestellt werden und die Stärke. Ansonsten ist die komplett aus Kunststoff. Ja, gut. Dann probiere ich die Lampe in den nächsten Tagen einmal aus und werde dazu dann ein ausführliches Review machen. Okay, alles klar. Bis dann. Tschüss.